Inmitten der weiten Gebiete von Santarem liegt eine Oase der Ruhe und des Wohlstands, die Fazenda Oase. Dieser Ort ist mehr als ein Ort der Kultivierung. Er ist ein Symbol für Widerstandsfähigkeit und Wachstum. Dann entdecken Sie die ruhige Schönheit der Fazenda Oase in Santarem. Ein Zufluchtsort der Ruhe und des Wohlstands erwartet Sie inmitten grüner Felder und reiner Luft. Kommen Sie in diesem bezaubernden Refugium zum Staunen und verbinden Sie sich wieder mit der Natur. Hallo Entdecker, schauen Sie, wo ich mich hier befinde. Direkt unterwegs, ein weiteres Abenteuer, das ich Ihnen zeigen kann. Wer aus Santarem kommt, kommt über die Avenue, die gleiche Straße wie Alta do Chão. Hier angekommen haben wir in diesem Bereich bereits den Eingang vor der Tapajós Brauerei. Leute, da an der Straße ist eine Brauerei. Viel früher gibt es hier den Eingang zur Fazenda Oase. Und das ist der Ort, den ich Ihnen heute vorstellen werde. Ein wirklich wunderbarer Ort und viele Überraschungen. Es wird ein unglaublicher Tag. Lass uns gehen. Als ich in der Oase Fazenda ankam, konnte ich den Charme des Ortes erkennen. Sophia verschwendete keine Zeit und ging mit ihrer Großmutter sofort über den Hof. Ich habe die Restaurantverantwortliche eingeladen, um mit Clésia Oliveira über die Umwelt zu sprechen. Mit ihm werde ich jetzt reden. Ich möchte, dass Sie mir ein wenig darüber erzählen, wie hier alles funktioniert. Hier bei Fazenda Oasis arbeiten wir von Freitag bis Sonntag, also an Feiertagen, von 10 bis 20 Uhr. Wir essen zu Mittag, wir haben Tiere, mit denen wir interagieren können, wir machen eine Kanufahrt, wir haben unser Schwimmbad, das aus natürlichem Wasser besteht. Die Tiere gibt es doch hier, oder? Für Kinder zum Spielen, einige, oder? Welches Tier ist am ähnlichsten? Mimosen, die es auf dem Bauernhof gibt. Wir haben die Mimosenkuh, die ein Juwel ist. Ihr Name ist Mimose und wir haben auch die Stute. Sie ist sehr folgsam gegenüber Kindern und Erwachsenen. Können Kinder reiten? Sie können. Es gibt einen jungen Mann, der sie bei der Tour begleitet. Und da ist auch noch unsere Kleine. Oh, sie wurden gerade erst geboren. Die auch gerade geboren wurden. Es steht den Kunden zur Verfügung. Gibt es Preise? Plötzlich, es gibt eine Menge. Es gibt noch einige Auszeichnungen. Nun Leute, der Ort ist viel größer, als ich es mir vorgestellt habe. Wir kamen hierher, um einen ganzen Tag zu verbringen, ich und meine Familie. Es war wirklich wichtig zu kommen, denn Sophia mag diese Gegend der Natur wirklich. Wissen Sie, auf einem Bauernhof, in einem offeneren Raum, Kontakt mit Tieren. Kinder mögen das auch, oder? Wenn du hierher kommst, lieben dich alle, du willst nicht gehen. Ja, alle Kinder kommen. Es kommen immer mehr Familien hierher. Es kommt noch mehr Familie. Gott sei Dank haben wir ein gutes Publikum. Muss ich eine Reservierung vornehmen oder kann die Person einfach kommen? Das ist immer so. Es ist gut, ihre Reservierung zu haben, denn wenn sie ankommen, vor allem wenn Kinder kommen, die schon hungrig sind, dann machen sie ihre Reservierung. Ihre Bestellung kommt viel schneller, als sie ankommen. Und sie müssen sich noch entscheiden, verstehen Sie? Du hast hier doch auch einen See, oder? Wir haben einen See. Es gibt eine Fischfarm, es gibt Tambaki, es gibt Piraruku. Darüber hinaus wird Fisch, Viehzucht und Käseproduktion betrieben, oder? Käse, wir haben Käse, es gibt Quark. Wir haben auch Protein, das alkoholfrei ist. Es ist sehr gut für Ihre Gesundheit, sehr gut für Ihre Gesundheit. Ich habe gerade den Bauernkäse probiert. Kennen Sie den Käse, den Sie so schmecken, dass Sie ihn als natürlich und gesund empfinden? Nicht viel Salz, oder? Genau. Und für diejenigen unter Ihnen, die ein Produkt ohne viel Salz mögen, spüren Sie diesen natürlichen Geschmack, diese echte Milch, wissen Sie? Dieser Ursprung, oder? Es ist jedenfalls sehr lecker.
Wir haben Kupuachu-Saft und wir haben Kupuachu-Creme, die köstlich ist. Wir machen auch Kupuachu-Knutschflecken. Alles zum Weiterverkauf, alles zum Weiterverkauf. Unser Kunde also, Leute, für Sie. Wenn Sie Versender Oasis noch nicht kennen, schauen Sie sich das gerne an. Und hey, es gibt noch viel zu sehen. Hier bei mir, bevor wir herumlaufen und die gesamte Farm kennenlernen, werden wir dann gemeinsam mit dem Chefkoch E der Farm zusehen, wie meine Bestellung zubereitet wird, um sie zu genießen. Die Küche dieses wundervollen Ortes, der Fazenda Oase. Ich bin hier mit Vangela, unserer Köchin, die uns eines der Gerichte vorstellen wird, die in der Fazenda angeboten werden. Hallo Vangela, wie geht es dir? Guten Morgen. Guten Morgen. Welches Gericht werden Sie uns heute vorstellen und zubereiten? Zu Beginn die Picana auf dem Grill. Schau dir das Fett an, großartig. Und wir werden es hier auf eine Weise tun, wie es nur Fazendinha kann. Gehen wir. Angela, erzähl uns ein wenig über die Erfahrungen bei der Arbeit hier auf dem Bauernhof. Die Erfahrung hier ist sehr gut. Es gibt viele Tiere, oder? Es ist ein Ort, an dem wir uns sehr wohl fühlen. Es ist ein gemütlicher Ort. Dort gibt es mehrere Attraktionen. Da sind auch unsere Tiere. Und es ist ein sehr guter Ort. Ich arbeite gerne hier. Ich habe hier angefangen zu arbeiten und fand es wirklich cool. Das ist der Käse von hier? Ja, der Käse von hier. Kann ich eins ausprobieren? Er kann. Leute, sehr gut, wunderbar. Schau dir das an. Und das nächste Gericht, das uns unser Spezialkoch hier zeigen wird, ist der Tambaki-Eintopf. Leute, ich bin gespannt, denn es ist ein Gericht, das auch hier sehr beliebt ist. Leute, sie bringt alles, was ich liebe. Wunderbar. Also werden wir in Kürze hier warten, um diese beiden wunderbaren Gerichte zuzubereiten, die ich und meine Familie probieren werden. Und wir werden zurückkommen, um es Ihnen zu zeigen. Probieren wir jetzt dieses Mittagessen, das mir das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ. Und denn? Diese wunderbare Zubereitung dieses Mittagessens hier auf dem Bauernhof zu verfolgen. Schauen Sie, unser Eintopf ist fertig und die Picanha ist hier fertig, die ich jetzt probieren werde. Lasst uns gehen, Leute, den Käse holen. Ich bringe ihn mit den Tomaten. Schaut euch das an, Leute. Wunderbar, oder? Direkt hier hergestellt von Fazenda Oasis. Probieren Sie diesen Käse hier, Leute. Ich will ihn wirklich. Genau auf den Punkt gebracht, Leute. Kennen Sie den Käse ohne viel Salz und mit Olivenöl, mit dieser Tomate, dieser Zwiebel? Mein Gott, ich will nicht mehr weg. Nein. Komm her. Für mich, der ich ein Fleischfresser bin, probiere ich es jetzt mit diesem Käse, diesem Olivenöl. Die Würze ist sensationell, Leute. Alles ist am richtigen Ort.
das nächste Gericht ist der Tambaki-Eintopf. Leute, sehen. Wunderbar, und ich werde es dir jetzt zeigen. Dieser Fisch, schaut ihn euch an, saftig, oder Leute, sollen wir es versuchen? Also komm mit mir hierher. Und natürlich, oder fügen Sie reichlich Brühe hinzu, denn diesen Pirao, den es hier gibt, werde ich auch probieren. Schauen Sie. Fischeintopf ohne Pirao ist doch nicht dasselbe, oder? Und hier in unserer Region, Leute, seht, es gefällt uns wirklich gut. Und das Pirao, Leute, seht mal, hier gibt es ein bisschen Tomate. Sehr gut. Wenn Sie diesen Geruch riechen könnten, würden Sie verstehen, wovon ich spreche. Die Zubereitung eines solchen Gerichts ist kein großes Geheimnis, oder? Aber jeder hat eine besondere Art, und dieser hier ist wunderbar. Komm her. Leute, das ist das Getränk von Lagoa Azul. Schau, wie schön. Hier gibt es jede Menge Getränke, sehen Sie? Sehr gut. Es ist sehr glatt, wissen Sie, und mit einem Geschmack wie ich will mehr, nur hier. Nach diesem spektakulären Mittagessen werde ich mehr über diesen Ort erfahren und war neugierig, wie der hausgemachte Käse des Bauernhofs hergestellt wird, den ich gerade probiert habe. Und hier treffe ich Damião. Also Damião, wie geht's dir? So gut. Was zeigst du uns jetzt? Hier geht es nun darum, den Teig zu schneiden. Schauen Sie, ich bin abgetrocknet. Unser. Dann habe ich alles abgeschnitten. Schon 30 Minuten vergangen? Schon eine halbe Stunde. Das ist gut. Nun wartet er noch einmal etwas. Der Teig setzt sich und die Molke geht auf. Dann überspringen Sie es einfach. Dann warte mit dem Aufstieg, dann habe ich es eingefügt. Drücken Sie, geben Sie etwas Wasser hinzu und geben Sie Salz hinein, damit ich alles salzen kann. Sie verfolgen aufmerksam eine Produktion, die hier in der Fazenda Oasis entsteht. Als ich den Stall besichtigte, wurde mir unerwartet mitgeteilt, dass ein Kalb geboren würde. Ich bin losgerannt, um das mit Bruno für Sie aufzunehmen, der mich auf die Weide mitgenommen hat, um diesen unglaublichen Moment mit Sophia zu sehen. Leute, schaut euch das an. Sie ist natürlich eifersüchtig, oder? Weil sie eine Mutter ist. Es ist seltsam. Wir wollen nicht zu sehr in ihren Raum eindringen. Ich hole es hier. Kannst du es bekommen? Du kannst es haben. Oh Leute, seht mal. Ein kleines Baby. Ah, lass sie ihrem Baby nahe sein. Ich gehe jetzt mit ihm dorthin. Andi? Ich werde ihn dorthin tragen. Und kommt sie zurück, M? Damião, wie viele Kilo bringt so ein Kalb ungefähr zur Welt? Es wiegt 12 Kilo, oder? 12 Kilo. 12 Kilo, mein Gott. 12 Kilo. Es ist jetzt draußen, oder? Und wie lange stillt er? Er stillt 24 Stunden lang. Dann breche ich ihn. So schön. Sie sind nicht groß, aber klein. Sie sind kurz, oder? Wie funktioniert das so?
Wie lange bleiben Babys hier? Sie bleiben hier bis zu 2,5 Monate. Dann gehen sie auf die Weide. Dann geht er auf die Weide. Zusätzlich zum Kennenlernen des Raumes beschloss ich gemeinsam mit Sophia, die Kuh zu melken. Schauen Sie sich diese Szene an. Wie entzweckend. Schau, Sophia, lass mich den Bergmann mit meinem Finger schmecken. Leute, nachdem ich die Geburt eines Kalbs gesehen habe, nicht wahr, Sophia? Ich und Sophia, wir sahen die Geburt eines Kalbs. Leute, habt keine Ahnung, die Emotion ist groß. Für Leute, die es nicht gewohnt sind, ist es das. Aber ja, hat es einen Namen. Es ist Lourinho, oder? Das ist Lourinho, es ist Lourinho, Jungs. Schaut mal, hier geht es um das Galante. Er ist der Galant der Seifenopern. Hast du gesehen, dass er nicht beißt, Sophia? Später werden wir hier auf dem Kanal reiten, um euch alles zu zeigen, aber jetzt erfahren wir mehr über den Hühnerstall und die Eierproduktion aus Freiland auf dem Bauernhof. Naja, heute haben wir doch etwa 500, 600 Legehennen hier, oder? Und dann stehen wir alle jeden Tag früh auf, um den gesamten Prozess der Fütterung zu durchlaufen, oder? Eizellentnahme auch, verstanden. Und wir schaffen es, im Durchschnitt etwa 4 Bottiche Eier pro Tag herzustellen. Wissen Sie, wir werden diese Zahl noch deutlich erhöhen, oder? Um dieses Qualitätsei an die Bevölkerung verteilen zu können, oder? Für Familien, die hierher kommen. Der Geschäftsführer der Farm ist derzeit Herr Jorge Fernandes. Und um den Zweck des Bauernhofs in der Region besser zu verstehen, lud ich Herrn Bruno ein. Jorge, um Sie in diesem Chat darüber zu vertreten, was Fazenda Oasis uns wirklich zu bieten hat. Joao, sag mir, was der Zweck der Farm wirklich ist. Eines der wichtigsten Dinge, die wir wollten, war die Idee, Landwirtschaft und Tourismus zu integrieren. Menschen, die in der Stadt sind, die in der Hektik des Alltags sind, die diesen ganzen Druck auf dem Kopf haben. In diesen Menschen, die an einen Ort kommen wollen, der sehr komfortabel ist, das ist eine Umgebung, wie wir sie hier sehen. Stille, Frieden. Menschen können hier direkt mit der Landwirtschaft in Berührung kommen, was in der Stadt nicht vorkommt. Ein weiterer Punkt, wir kamen auf die Idee, diesen Menschen auch Essen zu bringen. Wir produzieren hier auf dem Hof Eier aus Freilandhaltung, wir produzieren hier auf dem Hof Milch, Gemüse, verschiedene Käsesorten, Fleisch und jetzt produzieren wir auch Fisch. Und die Leute, die hierher kommen, haben doch die große Erwartung, den Tag hier zu verbringen, oder? Haben diese von der Familie angebotenen Aktivitäten viele Familien angezogen? Was ist heute mehr oder weniger Ihre Kundschaft? Das gibt es auf jeden Fall. Es sind wirklich viele Menschen mit Kindern und ältere Menschen hierher gekommen.
gerade wegen des Kontakts mit der Natur sind viele Menschen gekommen. Sie kommt herunter, sie kommt hierher mit der Prinzessin, die später im Video für sie gezeigt wird. Kommen sie mit der Blondine, um zu verstehen, was für ein anderes Pferd wir hier haben. Sie können einen Blick auf die Kälber werfen, sie können einen Blick auf die Hühner werfen. Es gibt also viel zu tun. Es gibt einen Kinderspielplatz, wir haben da hinten ein Schwimmbad natürlich, verstanden. Es gibt also viele solcher Dinge für die Familie, die sich an die Familie richten. Heute ist die Produktion, die Sie von Kühen haben, nicht wahr? Vor allem, weil Sie hier große Melkerinnen sind. Sagen Sie uns, wie viele Liter pro Tag hier auf dem Bauernhof produziert werden? Im Durchschnitt produzieren wir rund 150 Liter Milch pro Tag und diese Zahl wird definitiv steigen. Mit dieser Milch können wir nun das tun, worüber wir gesprochen haben. Käse, du kannst ein paar Süßigkeiten machen. Und das alles stellen wir Ihnen schon jetzt zur Verfügung. Joao, gibt es zusätzlich zu den Projekten, die hier auf der Farm bereits entwickelt werden, zukünftige Projekte, bei denen Sie beabsichtigen, ein anderes Programm hierher zu bringen? Sicher, sicher. Oasis Farm ist sehr neu. Es ist erst 2 Monate alt. Sie können sich also ein Bild machen. Wir wollen Wanderwege für Wanderer öffnen. Sehen Sie, wie cool. Wer möchte sich schon mal mitten in den Wald, in die Dschungel, wagen? Ihr wisst es schon, Leute, es gibt bereits einen Wanderweg. Wir werden auch einen Radweg anlegen. Eine weitere Sache, die wir den Menschen hier ermöglichen möchten, ist Fish and Pay. Wir haben dort hinten einen sehr schönen See, wir haben dort bereits Fische, aber es ist noch nicht an der Zeit, ihn zum Angeln zu öffnen, verstehen Sie? Aber in Zukunft, sehr bald wird es geöffnet sein, Geburtstagsfeier, verstanden? Wenn Sie ein ganz anderes, sehr cooles Geschäft machen wollen, ein sehr landwirtschaftliches Geschäft, kommen Sie einfach mit uns und wir werden Ihnen dies ermöglichen. Und der Ort ist wirklich unglaublich, um diese Art von Party abzuhalten. Das Gefühl hier an diesem Ort ist etwas ganz Besonderes. Für diejenigen unter Ihnen, die es noch nicht wissen, Sie können ohne Zweifel kommen und den ganzen Tag genießen, oder Joao? Sicher. Sagen Sie mir also, was ist der wirkliche Unterschied, den die Leute von diesem Ort erwarten können? Es ist hier die Verbindung mit der Umwelt. Die Leute, die hierher kommen auf den Bauernhof, wollen unbedingt den ganzen Tag hier verbringen, weil es dort sehr gemütlich ist. Die Person verlässt also die Stadt, geht nicht an einen weit entfernten Ort, es ist keine ermüdende Straße, 15, 20 Minuten und schon ist sie da. Sobald sie ankommt, ist es still, es ist friedlich, es ist eine völlig andere Umgebung, als sie es gewohnt ist. Sie haben also die Möglichkeit, hierher zu kommen und der Geburt des Kalbes beizuwohnen, so wie es bei Sophia der Fall war. Sie war hier und sie konnte die Kälber berühren, sie konnte diesen besonderen Moment erleben. Sie können auch Ihre Familie mitbringen und diesen ganz anderen Moment hier im Fazenda Oasis erleben. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei Joao bedanken, der uns alle wertvollen Informationen über diesen Ort gegeben hat. Und ich möchte Sie einladen, hierher zu kommen. Joao, kannst du Leute einladen, diesen Ort zu besuchen? Das ist es, oder? Heute konntet ihr viel sehen. Ihr werdet es nicht bereuen. Ihr könnt mit uns kommen und wir werden auf euch warten. Komm auf die Farm, Lass. Das ist es. Der Bauernhof ist Liebe, Vielfalt, Zuneigung, Leidenschaft. Leidenschaft für die Natur, Leidenschaft für Tiere und einen wunderschönen Ort. Oasen zu schaffen ist Geschichte. Alles beginnt, wie es begann. Zunächst möchte ich Sie einladen, Teil dieses Ortes zu sein und ihn wann immer möglich zu genießen. Es liegt so nah an Santarém, also kommen Sie und sehen Sie es sich an. Wenn Sie ein Tourist sind, aus der Stadt oder irgendwo anders in der Region oder auf der Welt kommen, ist dies der perfekte Ort. Ich würde Sie nicht so sehr empfehlen, wenn es mir nicht wirklich gefallen würde. Bleiben Sie hier und genießen Sie das nächste Video, denn jetzt zeige ich Ihnen die Geschichte dieses Ortes.
Donna Celiane, Besitzerin von Fazenda Oasis, lebt heute in der Schweiz. Gemeinsam mit meinem Team gelang es uns, ein Interview mit ihr zu bekommen, um etwas mehr über Fazenda Oasis und wie alles begann zu sprechen. Will sehen? Dann komm her. Hallo Donna Celiane, wie geht es dir? Ist es kalt da draußen? Hallo Duda, wie geht es dir? Zunächst einmal vielen Dank für Ihren Besuch. Ja, es ist immer noch etwas kalt. Wir haben den Klimawandel bereits, oder? Wir nähern uns dem Frühling, aber wir haben immer noch Schnee und ja, es ist immer noch etwas kalt. Schauen Sie, es ist wirklich eine Freude und vielen Dank, dass Sie uns bedient haben. Ich habe Ihre Farm besucht, einen Ort. Schön, schön, schön und einladend. Ich war sehr neugierig auf die Geschichte des Ortes. Wie war es für dich, Celiane, als du auf die Idee kamst, die Hoftore für eine öffentliche Besichtigung zu öffnen? Die Idee, den Tourismus mit dem Bauernhof zu verbinden, bestand also eigentlich genau darin, den Menschen aus der Stadt die Türen zu öffnen, oder? Menschen, die diesen Kontakt zur ländlichen Aktivität selbst nicht haben. Celiane, jedes Unternehmen hat eine Geschichte, oder? Ich war neugierig auf Fazenda Oasis und wollte deshalb etwas mehr wissen. Oasis Farm, wie ist es entstanden? War es von Grund auf neu oder haben Sie das fertige Projekt gekauft und beschlossen, es zu ändern und so zu gestalten, wie Sie es sich erträumt haben? Wir hatten tatsächlich einen Traum, nämlich einen Bauernhof zu haben, um diese Verbindung zur Natur zu haben. Das war auch unser Traum. Als diese Immobilie bei uns ankam, erfüllte sie alle Anforderungen, die wir uns vorgestellt hatten. Sie war schon sehr schön. Und wir haben es uns wirklich angepasst. Wir haben ein Unternehmen geschaffen, in dem das Unternehmen noch nicht existierte. Tika, hier in der Schweiz, ist auch Teil unserer Arbeitstätigkeit. Wir teilen bereits einen schönen Ort mit Menschen, weil er auch für uns wichtig ist. Wir schaffen etwas, an dem nicht nur wir Freude haben, sondern an dem auch andere Menschen die Möglichkeit haben, sich an uns zu erfreuen und sich an uns zu erinnern. Das ist wichtig. Excellent. Celiane, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein wenig über die Geschichte Ihres Unternehmens zu erzählen. Es lohnt sich wirklich, es kennenzulernen, vor allem Familien mit Kindern. Kommen Sie vorbei, verbringen Sie einen Tag bei uns, genießen Sie gutes Essen, Qualität, guten Service und auch spektakuläre Natur. Wir haben einige Attraktionen auf dem Bauernhof, wir werden noch mehr haben. Wir haben erst seit kurzem geöffnet und bauen jede Attraktion Schritt für Schritt auf, sodass noch einiges vor uns liegt. Und für diejenigen, die uns bereits besucht haben, lohnt es sich, bald wieder vorbeizuschauen, oder? Denn wir werden immer Neuigkeiten bringen, nicht nur für Familien, sondern vor allem für Kinder, was unser Hauptaugenmerk ist. Schicken Sie einen Kuss, schicken Sie einen Kuss. Tschüss, danke. Auf Wiedersehen. So verschwenden Sie keine Zeit mit der Suche nach einem Kanal, der Ihnen wirklich sagt, was der Amazonas ist und wo es die besten Orte gibt. Touren-Hotels, Bauernhöfe, Restaurants, gastronomietechnisch sind Sie hier genau richtig. Nur hier finden Sie Vielfalt. Hier auf meinem Kanal gibt es eine komplette Vielfalt über meine Region, den Ort, den ich liebe, den Amazonas, Pará, Santarém. Also, komm her, bleiben Sie durch meine Videos in meiner Nähe, folgen Sie mir wöchentlich. Jeden Freitag habe ich hier neue, brandneue Inhalte für Sie. Und ich hoffe, es gefällt euch, denn das Ziel des Senders, Leute, ist es, den Tourismus in meine Region zu bringen. Hochwertiger Tourismus, der Menschen, die sich für den Amazonas interessieren und die ihn schätzen können, wirklich dazu bringt, die Möglichkeit zu haben, diesen Ort kennenzulernen. Es gibt so viele Menschen, die hierher kommen wollen, aber immer noch Angst davor haben, wie sie dorthin gelangen und welchen Weg sie einschlagen sollen. Und auf meinem Kanal möchte ich, dass du dich sicher fühlst, hierher zu kommen und all die Orte zu genießen, die ich dir gezeigt habe. Lass uns gehen. Ein Tag in der Fazenda-Oase, an dem ich die Magie der Natur entdecke und mich in eine Welt voller Naturwunder entführen kann, in der jeder Moment ein Fest des Lebens und der Verbindung mit der Erde ist. Hier scheint die Zeit langsamer zu laufen und gibt Raum für die Erkundung der Geheimnisse der Natur.
Die Oase Fazenda erwartet Sie, bereit, Ihre Geheimnisse zu enthüllen und Ihre Verbindung zur Natur zu erneuern.